Mein Papa wäre jetzt da, aber er hat nicht viel Zeit. Oh, doof. Ja, komm, dann ganz schnell. So. Leopold. Hallo. Das ist eine Überraschung. Ich war voll erleichtert, dass er da war. Und ja, ich habe mich halt irrsinnig gefreut. Schön, dich zu sehen. Kommst ich du? Auch, ja. Ja. Ich habe gerade schon mit deinen Kindern gesprochen und mit dem Freund, mit dem Sascha. Wir haben schon ein Kennenlerngespräch gehabt. Ja, das ist fein, ja. Und dann haben sie mir auch erzählt, dass du gleich kurz vorbeikommen wolltest, weil was weiß ich, kurz was ja, ab oder nein, so. Ja, ich muss Mist abholen. Ich bin in meinem Nebengeschäft noch. Und ja. Ja. In 3 Stunden haben wir 20 Testesser hier. Super, dann müssen Sie anzahlen. Genau. Willst du Ihnen vielleicht eine Ansage machen, was Sie tun sollen? Es gibt 3-Gang-Menü, Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Mhm. Das können Sie ja schon mal vorbereiten, wie auch immer, dass du Ihnen da. Ja, ich muss jetzt mal schauen, was da ist. Lass uns reingehen. Ich hoffe, dass es jetzt wieder bergauf geht und schauen wir mal, ob wir was zusammenbringen und ob wir die Hilfe auch richtig dann umsetzen können. Leopold fasst einen schnellen Menüplan. Also wir machen Kürbiscremesuppe jetzt und einen Grillteller wollen Sie vorbereiten und als Nachspeise unsere Hauskardinalschnitte. Hauskardinalschnitte? Ja, die wir selber produzieren. Ja? Ehrlich? Die macht meine Tochter. Wollte ich immer schon mal wissen, wie eine Hauskardinalschnitte geht. Ich dachte, ich bin eine, aber es ist... Bei uns ist eine Kardinalschnitte ein bisschen was anderes. Okay. Von den Pfarrern. Also. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Ja, schön, dass du gekommen bist. Ne? Schätze, spätestens 1,5 Stunden bin ich ja, also Viertel vier, ne? Hab ich ja schon gehört. Viertel vier, logisch. Ja. Viertel vier. Der Startschuss für Mensch und Maschine ist gefallen. Letztere rühren in Windeseile die Biskuit- und Baiser-Masse an, die Carina prompt mittels Spritzbeutel aufs Backblech portioniert. Während der mit Marmelade gefüllte österreichische Tortenklassiker ins Rohr wandert, zerlegt Carinas Freund Sascha einen Kürbis fürs gleichnamige Süppchen. Wie alle sagen, 20 Leute. Ich glaube nicht, dass sehr viel Stress sein wird. Ob sich Lukas da mal nicht überschätzt? Leopold kehrt jedenfalls pünktlich wie die Müllabfuhr um 3:45 an den Silbersee zurück. Zeit wird's, denn in knapp 50 Minuten werden die Testesser eintreffen. Hey, hallo. Hi, bin ich zurück? Ja, von der Arbeit, hallo. Ja, wollen wir uns mal unterhalten? Können bitte. Wir beide auf die Terrasse? Ja. Wie geht Papa Leopold mit der scheinbar ausweglosen Situation um? Leopold? Ja. Oder wie, hast du einen Spitznamen oder so? Poldi. Poldi. Ja, Poldi, jetzt sitzen wir hier an deinem Silbersee. Mhm. Warum arbeitest du beim Wirtschaftshof nebenbei noch und fährst sogar manchmal Taxi? Jetzt ist es halt so, dass wir teilweise nicht mehr über den Winter kommen mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben. Und somit hat sich das dann auch ergeben, dass ich wieder in meinen alten Beruf zurückgegangen bin, um eben den Winter ein bisschen was dazu zu verdienen, damit wir das halten können. Sometimes I'm beaten, sometimes I'm broke. Was ist mit deiner Frau? Sometimes this city is nothing but ja, das war ein sehr großer psychischer Schock für mich. Is there a sea? Weil ich es eigentlich nicht glauben konnte oder wollte. Man, die Beziehung, und das hat 22 Jahre gedauert. Und dann von einer Sekunde auf die andere. Tell me how to be in this world. Tell me how to breathe and I feel no hurt. Es war halt schwer für mich dann. Ich war dann eigentlich komplett durch den Wind. Das war genau am Beginn vor der Saison. Tell me how to be in this world. Tell me how to breathe and I feel no hurt. Und jetzt bist du über diese depressive Phase ein bisschen drüber weg. Ja. Tell me when the light goes down, that even in the dark we will find a way. Ich wünsche mir, dass das Lokal läuft. Das ist mein größter Wunsch. Und dass meine Kinder von dem eigentlich besser leben können, als jetzt ich zum Beispiel. Du hast so tolle Kinder, ne? Die strahlen auch so eine wache, aktive, respektvolle Art aus. Ja, Lukas und Carina habe ich, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis. Weil sonst wären sie nicht hier und würden hier helfen. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so Bock gehabt, mit jemandem zu arbeiten als mit euch. Das freut mich, danke.
Mir geht es damit sehr gut, dass der Frank da ist. Wir können nur Rat und Tat entgegennehmen und leisten müssen wir dafür selber. Wie sieht es mit der Kohle aus? Schlecht. Sag mal. 130.000 Euro, wenn wir Schulden haben. Kannst du mir für morgen Bilanzen geben, damit ich mal da reingucken kann? Ja, müsste sicher gehen. Gut. Dann machen wir jetzt das Testessen. Du arbeitest mit? Ja. Gut. Und dann gehen wir weiter. Gut. Okay? Ja. Alles klar. Das ist ein wirklich starker Mann. Nicht nur sich, sondern auch seine Kinder oft aufzufangen, diesen Betrieb weiterzuführen, den Kindern ein Vater zu sein, die ganze Tradition aufrechtzuerhalten. Für mich ist das halt Familie. Jetzt machen wir erstmal Testessen. Habt ihr nichts zu tun? Momentan haben wir nur noch das Fleisch zum Anbraten. Die Pommes werden alle Minute gemacht, logischerweise. Auf dem Grillteller kommen noch so Frankfurter Würstchen drauf, die sind auch alle Minute. Das wird nur scharf angebraten und im Kombidämpfer warm gehalten, bis die Gäste kommen. Ja, wenn wir Zeit haben, kannst du ja mal eine Speisenkarte holen, ne? Bei diesem Leerlauf ahnt der Sternekoch nichts Gutes. Was ist so das, was du am liebsten kochst? Am liebsten mache ich ehrlich gesagt den Bœuf Stroganoff. Oder einen ganz normalen Schweinslungenbraten im Ganzen mit einer Pilzsoße. Schweinslungenbraten? Schweinslungenbraten, also Schweinemedaillons quasi auf der Art. Ach so, ich dachte jetzt, Lungenbraten vom Schwein im Ganzen runtergeschnitten. Ich dachte jetzt Lunge, oh, ich bin aber auch ein Idiot. Nein, nein. Ich bin aber ein Idiot, ne? Soll passieren, ha? Stroganoff, was ist das nochmal? Ein Stroganoff, das kommt von dem, ich glaube, der russische Zar war das damals. Oder ungarische. Hauptsache Italien, ne? Italien, nicht Italien. Ja. Doch die Speisekarte spricht eine ganz andere Sprache. Schnitzel 9,60 Euro. Leber 8,90 Euro. Cordon Bleu 12,50 Euro vom Schwein. Und ein halbes Backhuhn, 12,50. Alter Schwede. Also meine lieben Herren, ne? Diese Karte, ne? Das ist ja eine Kindergartenkarte. Die muss doch normalerweise hier rausgehen. Da müsst ihr den Service gleichzeitig mitmachen. Das ist doch hier was für Berufsanfänger, die 9-mal durch die Prüfung gefallen sind. Also bei allem Respekt, Kinder, aber das ist ja eine reine Mise-en-Place-Küche. Mein, 2,90 Euro. Sehr günstig, ne? Ja, das Problem hatten wir schon immer. Und ich glaube, das ist auch das Problem vom Chef, dass er sich nicht traut, die Preise höher zu machen. Das ist auch ein Grund, wo wir arbeiten müssen. Also das kann schon mal nicht das Problem sein. Sei nicht so eingeschüchtert. Ja. Du musst nicht so eingeschüchtert sein. Ja. Weil ich bin hier, um zu helfen. Aber wenn man hilft, muss man auch Fehler einsehen. Ja. Und wenn man sie einsieht und das auch wirklich inständig begreift und dann anfängt zu reflektieren, dann ist das der beste Weg zur Besserung. Glaubst du mir? Wir sind schon, muss ich sagen, sehr günstig für unsere Portionsgrößen. Servicekraft Conny wird Carina heute beim Testessen im Service unterstützen. Und die Gäste sind schon im Anmarsch. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber zuversichtlich. Jetzt muss das junge Silbersee-Team zeigen, ob es mit 20 hungrigen Testessern fertig wird. Grüß Sie, schönen Abend. Guten Abend. Darf man Ihnen schon was zum Trinken anbieten? Gerne. Wie wirkt das Ambiente auf die Gäste? Altbacken oder gemütlich? Der erste Eindruck war sehr altmodisch, ein altes Gasthaus, sagen wir so. Aber das Stüberl ist eigentlich sehr gemütlich und die Bedienung ist sehr nett. Souverän versorgt der Service die Testesser mit Wunschgetränken. Nun ist die Küche am Zug. So, also die Getränke werden jetzt alle draußen. Wir könnten jetzt. Na passt, dann fangen wir mal an mit dem Brot. Stellt so mal jeden ein Brotkabel hin. Jeder kriegt ein Stück. Nachhaben können sie natürlich auch, aber es ist halt jetzt einmal für die Suppe.
dass vielleicht ein Brot auch dabei ist. Ein Brot für Sie, das ist jetzt dann für die Suppe, ein Brot dazu. Doch noch bevor die Suppe rausgeht, kommt es zu Irritationen. Ganz kurz, wir haben noch nicht einmal gesagt, was es gibt, gell? Ja, dann müssen wir es so machen. Bitte. Oder ganz kurz? Ja. Hat Papa Poldi seinen Einsatz verpasst? Wir wissen jetzt nicht, ob das Menü schon präsentiert wurde oder nicht. Noch haben die Gäste keine Ahnung, was auf ihren Tellern landet. Natürlich hätten wir uns auch absprechen müssen, so ist nicht. Da sage ich nicht, dass das nur die Schuld von da draußen ist. Aber jetzt wird das mal geklärt und schauen wir, ob das schon abgesprochen wurde, wie wir das jetzt genau machen. Ich freu mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, zu unserem Testessen, das wir hier organisiert haben für Sie. Wir werden die Getränke, habe ich gesehen, haben Sie schon alle bekommen. Wir werden Ihnen heute eine Kürbiscremesuppe mit Gebäck servieren als Vorspeise. Als Hauptspeise einen ganz einfachen Grillteller nach Art des Hauses. Und die Nachspeise wird dann die Herausforderung eine Hauskardinalschnitte. Oh. Ja? Ja? Die, so wird das dann ablaufen. Wenn es für euch passt, würden wir Ihnen dann gerne die Suppe servieren. Ja? Gut, dann guten Appetit. Doch beim Anrichten greift das Küchenchaos wieder um sich. Nicht zu viel, Luki, viel zu viel. Das ist zu viel. Bitte nicht so viel. Trotz einiger Abstimmungsprobleme landen nach 20 Minuten die Süppchen bei den Gästen. Der Spitzenkoch hakt nach. Aber du bist hier der Chef, ne? Inwiefern? Ja, die Körpersprache, alles. Man will nicht den Chef raushängen lassen, man hat sich's halt anders vorgestellt. Und dann denkt man sich, hey, warum macht er das nicht so? Und so entstehen dann kleine Streitereien. Ja, ist meistens in den Vordergrund, ja. Keiner will sich jetzt den anderen unterordnen. Derweil löffeln die Testesser ihre Kürbiscremesuppe. Aber trägt die ihren Namen zurecht? Man würde glauben, man kriegt eine Knoblauchcremesuppe. Also Kürbiscremesuppe ist das keiner. Vielleicht ein bisschen weniger Semmeln hinein, aber man kann nichts sagen. Also wirklich geschmacklich sehr gut. Die Vorspeise war sehr bemüht, aber leider sehr weit daneben. Ich hoffe, die Suppe war ein Erfolg. Wir werden es demnächst erfahren. Kürbiscremesuppe. Da haben wir ein paar selbstgemachte Brotcroutons. Wir haben etwas Kürbiskernöl und Sahne. Es gibt ja die verschiedensten Kürbiscremesuppen. Und die meiste, die zurzeit gegessen wird, ist ja die, wo ein bisschen Chili, ein bisschen Curry drin ist, wo ein bisschen Ingwer abgeschmeckt wird. Ja, das ist so der Style, das ist ein bisschen mit Möhre dabei und so. Das schmeckt genau andersrum. Schmeckt sehr konservativ. Gemüsig, kein Asia-Style, sondern eine ordentliche, bodenständige, im Preis-Leistungs-Verhältnis angepasste Suppe. Und das ist es auch. Während Poldi den Ausschank übernimmt, trägt Carina Teller und Rückmeldungen in die Küche. Einem hat die Suppe nicht so gut geschmeckt. Er hat gemeint, das schmeckt nicht so nach Kürbis, aber ich habe sonst auch sehr viele positive Rückmeldungen. Also bis jetzt nur eine negative Kritik bekommen. Und wie schätzt Sascha sein Suppenwerk ein? Ich kann es sehr schwer beurteilen, da ich als Koch ja die Suppe selber gekocht habe und ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass sie nicht schmeckt, da ein ganzer Kürbis drinnen ist und eine Knoblauchzehe. Was habt ihr jetzt hier in der Fritteuse drin, die Pommes? Pommes und die Frankfurter Würstchen. Wie, du machst die Frankfurter Würstchen und die Pommes zusammen in eine Fritteuse? Ja. Das ist der berühmte Bockwurst-Tintenfisch. Der kommt nur in österreichischen Gefilden vor und schwimmt in der Donau. Man muss ihn mit den Füßen fangen, weil er sich mit den Saugnäpfen an stinkende Füße festsaugt. Dann zieht man den Fuß raus und man hat den Bockwurst
Tintenfisch gefangen. Können wir mit der Hauptspeise dann beginnen? Bockwurst-Tintenfische. Okay. Oder nicht? So habe ich sie mal gemacht. Also, Bockwurst-Tintenfische. Zu Pommes und Würstelkraken gesellt sich noch das Grillgut. Dann wandern die bodenständigen Teller hinaus in den Gastraum. Währenddessen nähert sich die Stimmung in der Küche dem Siedepunkt. Ja, es gibt keine Lücke. Langsam fängt an, mich zu nerven. Oder doch, du nicht. Lücke, in sowas kannst du doch keinen Speck anbraten. Dass er jetzt von vorne nach hinten gewechselt ist, um ehrlich zu sein. Weil jetzt niemand anrichtet und ich nicht gerne vorne stehe anrichten. Und sage, habe ich auch gemeint, dass ich das mache, dass er weiter anrichten kann. Ich nehme zu einer Antwort, ich mag nicht gerne. Er will halt immer recht haben, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, zu viele Köche verderben den Brei. Sind wir ein Team oder sind wir kein Team? Darum sage ich, bleib vorne, dann mache ich das hinten. Jeder hat es anders gelernt, jeder will es anders machen, jeder will recht haben. Die Fronten sind verhärtet. Und während in der Küche Koch gegen Koch kämpft, versuchen die Testesser, ihr Grillfleisch zu besiegen. Das kann irgendwie gar nichts. Das ist hier, ich habe das Stück hier probiert, das waren nur Flachse und also Knorpel und Fett. Und also bei den anderen schaut es besser aus, aber das Stück kann gar nichts. Das ist sehr gut. Also. Ich habe halt auch Pech gehabt, mein Fleisch, mein Rindfleisch war sehr flachsig durchzogen. Mein Fleisch war sehr hart und trocken. Der Speck war unessbar, weil nicht groß. Und einen lätscherten Speck brauche ich nicht. Ein echter Tiefschlag. Ja, es war schon durchwachsen, was die Testesser gesagt haben. Aber wir sind jetzt noch nicht fertig. Jetzt kommt einmal noch die Nachspeise. Und dann schauen wir es uns im Großen und Ganzen an. Ah, das auch mal hier. Hier kann man sehr schön dekorativ sehen. Der Bockwurst-Tintenfisch. So, den lege ich dann mir hier dekorativ zur Seite, weil der atmet noch. Also das ist schon mal gut, das brauche ich gar nicht essen. Weil hier merke ich schon, das sieht man hier auch am Anschnitt. Weil ich ja so schwer bin, trage ich auch so Einlagen in der Schuhe. Ne? Kennt ihr ja so orthopädische Einlagen. Die sehen im Querschnitt genauso aus. Dann haben wir Rind. Alles in allem, alles Fratze gebraten. Wenn da unser Hund kommen würde und würde sagen, oh, kann ich ein Stück Fleisch haben, selbst er würde vorbeilaufen. Ja? Und dann die Kräuterbutter. Probieren wir ein kleines bisschen. Keine Seele, kein Körper. Einfach nur Kräuter, Salz. Ich glaube, da ist noch niemals Knoblauch drin. Und wenn zu wenig. Dann haben wir hier Geflügel. Na ja, gut, Geflügel ist für Brötchen, ne? Geht immer. Mhm. So, Hühnchenfleisch. Bis zum Extrem fertig gewürzt. Dann haben wir hier Fritten. So, eine Pommes. Ah, das geht doch nicht über eine schön alte Fritteuse. Also ich meine das Fett. Dann schmecken Pommes richtig. Und das hier, worüber ich mich gerade die ganze Zeit lustig mache, ne, das ist kochtechnisch die größte Schweinerei, die es überhaupt gibt. Wie kann man eine nasse, feuchte Bockwurst in der Fritteuse garen? Also das ist unterirdisch. Durchgefallen. Zeit für die Nachspeise. Bei der Nachspeise habe ich eigentlich ein relativ gutes Gefühl. Also wir bekommen meistens für die Kardinalschnitte ein positives Feedback. Doch kann die pompöse Torte bestehend aus Biskuit, Baiser und Marmelade den schwachen Hauptgang vergessen machen? Ich habe da draußen gerade gehört, war hier Stress gerade? Ja, ein bisschen. Langsam fängt an zu nerven. Sind wir ein Team oder sind wir kein Team? Warum? Ja, weil ich von vorne nach hinten gewechselt bin und das hat uns auch schon nicht so getaugt. Und, ja. Das ist immer das größte Problem zwischen mir und dem Luki. Wir streiten nie. Es ist immer nur ein Missverständnis. Weil noch ein bisschen Speck zum Anbraten gefehlt hat und das wollte ich schnell machen. Und da vorne hat auch noch was zum Anrichten gefehlt. Ich habe mir gedacht, jetzt macht er schnell die Pommes und ich mache das da hinten. Und das hat ihn anscheinend nicht getaugt. Ja gut, aber du kannst doch eben mal den Speck anbraten. Dass der Sascha und ich gleichaltrig sind, will sich keiner von uns beiden untergeordneter fühlen.
Wenn man 8 Stunden, 9 Stunden am Tag oder oft 12, 13 Stunden, wie es halt in der Gastronomie üblich ist, nicht? Und speziell in einem Familienbetrieb, wo man selbstständig ist, dass dann irgendwann einmal zu Reibereien kommt, ist auch klar. Unklar ist aber noch, wie den Gästen Carinas Süßspeise mundet. Die Nachspeise war ausgezeichnet. Die Teller sprechen für sich. Schwer in Ordnung. Nach dem üppigen Essen von Vorspeise und Hauptspeise war es mir jetzt zu viel. Das ist schon ganz großes Kino. Alles noch ganz fluffig und jetzt muss ich das probieren. Und mir läuft schon so das Wasser im Mund zusammen. Oh, guckt euch das an. Hier stimmt einfach mal alles. Der Kandidat hat 100 Punkte. Hallo, schönen guten Abend. Jetzt dürft ihr bewerten. Und zwar Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Ambiente und Service. Pro Kategorie maximal 10 Punkte. Wie hart werden die Testesser das Menü bewerten? Ich muss ehrlich sagen, das war nicht unsere beste Leistung. Nur wie schlägt sich das in der Bewertung nieder? Ich würde schätzen, so zwischen 20 und 25 Punkten, dass wir bekommen werden oder bekommen könnten. Spannender Tag, ne? Unsere Begegnung, das muss man erstmal verarbeiten, oder? Und dazu gehört, dass ich das hier erstmal ausarbeite, die Bewertung der Testesser. Da unterhalten wir uns dann morgen drüber. Du kommst, glaube ich, wieder etwas später. Ne? Du bist erst noch bei der Stadt. Du machst deinen Job noch als Kindergärtnerin morgen. Und dann, ja, wir sehen uns morgen. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Das war der erste Tag in Kritzendorf. Mein erster Tag in Österreich. Schön. Eins weiß ich ganz genau. Hier muss ich mit ganz viel Fingerspitzengefühl arbeiten. Das ist nicht nur mal hier so rein, neuer Besen kaufen, durchfegen, fertig. Hier geht es um Menschen. Ja, um Menschen, die ein richtiges Trauma haben. Und was zum Teil auch dazu geführt hat, dass dieser Laden nicht läuft, dass er untergewirtschaftet wurde. So, und darum muss ich mich kümmern. Ein nahezu unlösbarer Drahtseilakt für Frank Rosin.